Willkommen zurück bei Let's Play Medieval 2 Total War und heute mit der normannischen Eroberung. Na. Möge der Junge sich seine Sporen verdienen. Eduard der Dritte, König von England, Schlacht von Crécy 1345. Seid gegrüßt, Sire. Ich bin Lady Gwendolyn. Ich werde euch bei der Verwaltung und Erweiterung eures Reiches helfen. Eure Normannen haben bei Hastings einen großen Sieg errungen. Nun müsst ihr Wilhelm den Eroberer bei seinem Anspruch auf die englische Krone unterstützen. Folgt meinem Rat, dann werden wir die Normannen zum Ruhm führen. Klickt auf mein Porträt, um fortzufahren. Ihr seht nun England auf der Feldzugkarte. Hier werdet ihr Städte bauen, Armeen aufstellen und sie gegen eure Feinde vorrücken lassen. Die Teile der Karte, die ihr noch nicht erkundet habt, sind noch dunkel. Ihr enthüllt die Karte weiter, indem ihr eure Armeen vorrücken lasst. Ihr könnt eure Ansicht der Feldzugkarte mit dem Zahlenblock bewegen und mit dem Mausrad herein und heraus zoomen. Versucht dies nun. Herein, heraus, Zahlenblock. Ihr werdet merken, dass ihr nicht aus England hinaus könnt. Momentan seid ihr auf England beschränkt, aber sobald eure normannischen Truppen die Kontrolle übernommen haben, könnt ihr gegen den Rest Europas Krieg führen. Der Feldzug ist rundenbasiert. In jeder Runde ist festgelegt, wie weit eure Charaktere reisen und wie viele Truppen ihr rekrutieren dürft. Eure Agenten können pro Runde nur eine Mission ausführen und Gebäude brauchen zum Teil mehrere Runden, um fertiggestellt zu werden. Rufus ist einer eurer Generäle und der Sohn Wilhelm des Eroberers. Wenn Wilhelm mit der Übernahme des englischen Throns erfolgreich ist, wird Rufus eines Tages König von England. Klickt mit links auf Rufus, um ihn auszuwählen. Rufus. Der hervorgehobene Bereich zeigt an, wohin eure Armee in dieser Runde vorrücken kann. Klickt mit rechts, um eure Armee zu einer beliebigen Stelle des hervorgehobenen Bereichs zu bewegen. Schickt Rufus mit einem Rechtsklick zur hervorgehobenen Position. Go, Rufus. Natürlich. Das Fenster am unteren Bildschirm zeigt euch Informationen über eure Armeen und Siedlungen an. Das Fenster rechts enthält die Buttons für Bau, Rekrutierung, Beendigung der Runde und die Information über eure Seite und euren Fortschritt. Die Einheitenkarten im unteren Bereich des Bildschirms zeigen an, wie sich eure Armee zusammensetzt. Die Karte links gehört eurem General, die anderen den Einheiten in eurer Armee. Klickt mit rechts auf eine Karte, um mehr Informationen über die Einheit zu erhalten. Klickt jetzt mit rechts auf Rufus-Karte, um mehr über ihn zu erfahren. Okay. Diese Schriftrolle zeigt die Details eures Generals, wobei ihr die Details jedes Charakters auf die gleiche Weise ansehen könnt. Die Merkmale eines Charakters bestimmen, wie gut er bestimmte Aufgaben erledigt. Mhm. Wenn ihr fertig seid, schließt die Schriftrolle über den Button unten rechts. Schließen. Eine Armee von Aufständischen wurde bei Caen gesehen. Da. Caen ist schutzlos und ihr müsst die Stadt rasch verstärken, sonst werdet ihr sie verlieren. Das nächste Ziel von Wilhelm dem Eroberer ist, England einzunehmen. Vorher müsst ihr Rufus zur Verteidigung zurück nach Caen schicken. Wählt Rufus aus und klickt mit rechts auf die Flotte, um an Bord zu gehen. Okay. Go, Rufus. So auswählen. Wie ihr wollt, mein König. Und dann halt. Führe unsere Männer an Bord. Jede Flotte hat eine Einheitenkarte, die unten im Bildschirm angezeigt wird. Ja. Wenn ihr die Schriftrolle Armee aufruft, seht ihr die Einheiten, die an Bord der Schiffe sind. Klickt mit rechts, um eure Flotte zu einer beliebigen Stelle des hervorgehobenen Bereichs zu bewegen. Wenn ihr mit rechts auf die Küste klickt, wird eure Armee an Land gehen. Klickt nun mit rechts auf die Küste der Normandie.
Für Frankreich. Ja, unsere Truppen gehen an Land, mein Herr. Schön. Nun, da eure Armee von Bord gegangen ist, wählt Rufus aus und klickt mit rechts auf Caen, um ihn in die Siedlung zu schicken. Ja, mein König. Los, nach Caen, Rufus. Voller Stolz, mein König. Ja, so soll es auch sein, ne? Euer nächstes Ziel ist, Wilhelm den Eroberer zu Englands Hauptstadt London zu führen. Wählt Wilhelm aus und klickt mit rechts auf London, um anzugreifen. Ja, Herr. Für Frankreich. Rücke vor, mein König. Angriff. Bam. Ja, umzingle und belagere die... Bevor ihr eine Siedlung angreift, müsst ihr Belagerungsausrüstung bauen. Klickt mit links auf den Rambock, um ihn auf die Liste zu setzen. Klickt dann auf Belagern, um mit dem Bau zu beginnen. Die Belagerung geht weiter, mein Herr. Es dauert etwas, bis eure Belagerungsausrüstung fertig ist. Beendet die Runde, dann könnt ihr in der nächsten Runde angreifen. Um die Runde zu beenden... Passt. Nun beginnt eine neue Runde und Jahreszeit im Feldzug. Eure Staatskasse wurde aktualisiert, eure Armeen sind wieder ausgeruht und eure Rivalen haben ihren Zug beendet. Nun seid ihr wieder an der Reihe, um eure Strategie weiterzuverfolgen. Die Symbole, die am linken Bildschirmrand erscheinen, sind wichtige Nachrichten. Klickt mit links auf sie, um sie zu öffnen. Was ist in der Runde passiert? Aha, okay, ich habe 6000 eingenommen, 5000 ausgegeben, 800 habe ich gewonnen. Militär 1-1, 100, Produktion, okay. Ja, passt. Super. Eure Belagerungsausrüstung ist nun fertig und ihr könnt die Siedlung angreifen. Wählt Wilhelm aus und klickt mit rechts auf London. Klickt dann mit links auf den Angreifen-Button, um die Siedlung zu belagern. Okay, los geht's. Ja, oh. Ja, mein Herr, greife den Feind an! In dieser Schriftrolle könnt ihr die Kräfteverteilung vor einer Schlacht sehen. Eine Schlacht zu gewinnen hängt nicht nur von der Anzahl der Truppen ab. Die Ausgeglichenheit der Einheitentypen und die Kommandofähigkeit des Generals sind für einen Sieg entscheidend. Klickt auf den Button Schlacht auf Schlachtkarte austragen, um zu beginnen, oder auf Schlacht automatisch entscheiden, um das Resultat zu sehen. Wenn diese Schlacht automatisch durchgeführt wird, überspringt ihr die Belagerungseinführung. Wir werden die Schlacht austragen. Wir haben das Schlachtfeld gewählt. Lasst den Kampf beginnen! Oh weh, wie viele Muppen und Tapfere da haben wir verloren. Furcher von Chartres. Na, ganz schneller. Wenn ihr einen Feind angreift, habt ihr die Möglichkeit, die Wetterbedingungen anzusehen. Ihr könnt entweder sofort angreifen oder abwarten, ob das Wetter sich ändert. Beginnt nun die Schlacht, indem ihr auf den Button Positionierung starten klickt. Um England zu erobern, muss Wilhelm erst die Hauptstadt London einnehmen. Um bei einer Belagerung siegreich zu sein, müsst ihr die Piazza erobern und halten oder die feindliche Armee zerstören. Vor der Schlacht könnt ihr eure Truppen vorteilhafter positionieren. Stellt als erstes eure Ramme vor dem feindlichen Tor ab, um ihren Angriff zu beschleunigen. Wählt eure Ramme aus und klickt mit rechts auf die hervorgehobene Position. Die verbleibenden Einheiten könnt ihr nun ebenso positionieren. Wenn ihr bereit seid für die Schlacht, klickt auf den Button Schlacht starten. Bereit, go. Klickt nun auf dem Schlachtfeld auf die Ramme oder auf ihre Einheitenkarte, um sie auszuwählen. Bewegt dann euren Mauszeiger über das gegnerische Tor.
Wenn der Mauszeiger zu einem Mauerzerstören-Symbol wird, klickt mit rechts auf das Tor zum Angriff. Rammposition! Los geht's. Stimmt das Tor ab. Unsere Männer haben das Tor mit dem Rambock erreicht.